Hi Leute, und ich melde mich mal ganz kurz aus meiner Sommerpause, denn ich muss euch was ankündigen, denn das Xbox Design Lab ist ja jetzt vor kurzem gestartet und das gucken wir uns jetzt hier auf dem Smartphone mal an. Da gehen wir oben ein Xbox EN Design Lab, habe ich schon mal eingegeben. Und wir werden uns heute mal unseren eigenen Controller designen. Und einfach mal schauen. Ich werde mir den irgendwann dann auch mal so bestellen, so wie wenn jetzt gleich designen werden. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, wie mein Controller aussehen soll, wenn ich ihn dann so bestelle. So, gehen wir mal auf View Design. Und jetzt lade ich mal hier 3D-Ansicht. So, gucken wir erstmal hier. Können wir unten die Farbe vom Standardmäßigen nehmen. Benimm mal Black. Die Trigger nehmen wir mal blau. Das D-Pad, weil meine Hauptfarben sollen blau und schwarz sein. Auch blau. Da will ich mir überlegen, ob ich die schwarz oder auch blau mache. Obwohl, das sieht eigentlich schon ziemlich sexy aus, muss ich selbst sagen. So, hier haben wir jetzt die Wahl zwischen Weiß, Grau, das oder so. Aber ich würde sagen, wir machen. Ich glaube, ich mache die so. So sieht das eigentlich gut aus. So, die können wir jetzt auch nochmal. Am besten noch damit. So, und hinten. Oder schwarz. So, mal gucken. Ich muss zugeben, der sieht schon so recht nice aus. So sieht der standardmäßige neue ja aus. Jo. $80 jetzt in diesem Fall. Wir können ja mal auf Save and Finish gehen. Okay, das mache ich jetzt mal nicht. Obwohl doch, wir machen das mal. Obwohl, nee, warte mal. Gehen wir ganz kurz zurück. Jetzt muss ich alles erstmal wieder umstellen. Jetzt ist er wieder so blau, Mann. Blau. D-Pad. Blau. Sticks blau. Die wollten wir so machen. Die auch. Und das Schwarz, genau. So, jetzt gehen wir mal auf Save and Finish. Und jetzt bin ich gleich wieder da. Denn jetzt gebe ich mal ganz kurz meine Sachen ein. So, bin jetzt wieder da. Und hier haben wir jetzt noch etwas. Denn hier können wir jetzt das so betrachten, wie es aussehen würde. Und ich muss schon sagen, das sieht sehr nice aus. So, dann können wir hier nämlich noch eine Laserdruckung machen.
Ich glaube, das kostet sogar noch 10 € extra. Ja, 9 Dollar jetzt da. In dem Fall schreiben wir jetzt mal Topst. So würde es dann nochmal aussehen. Gelasert. Werde ich auch natürlich auch machen, klar. So, jetzt, was können wir jetzt hier machen? Nix, okay. Ja, dann haben wir hier Bilder, wie das aussehen würde. Und ich muss sagen, das sieht sehr nice aus. Das schicke ich jetzt mal an meinen YouTube. Ne, Quatsch, das ist ja nicht meine. Hey. Das hier ist meine YouTube-E-Mail-Adresse. Könnt ihr auch gerne schreiben, wenn ihr Bock habt. Dann checke ich das da mal hin. Jetzt musste ich eine Nachricht bekommen. Ja, und jetzt habe ich hier meine Nachricht bekommen. Dann gehen wir mal rauf. So, dann haben wir hier das Design. Nehmen wir den Browser, so. Und dann sieht das so aus. Aber wir können ja noch ein bisschen rumexperimentieren. Wir sind noch böse heute. Und können zum Beispiel andere Sachen machen, wie zum Beispiel roten. Oder so können wir es auch mal umkehren. Das machen wir blau. Das schwarz. Das schwarz. Und das schwarz. Ich muss sagen, anders sah es besser aus. Ich muss sagen, mir gefällt das. Wirklich, vor allem, das ist ja der neue Controller, der hat ja jetzt dieses, das, integrierte Bluetooth-Dings da, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, das gefällt mir sehr, also, auf so eine Idee kamen jetzt nicht viele. Also, ich denke mal, jetzt, wo Xbox das gemacht hat, wird PlayStation schnell nachrücken. Da muss ich ganz ehrlich nochmal sagen, eigentlich finde ich es so, dass irgendwie dass Xbox die Arbeit macht und PlayStation guckt da ab und macht das dann besser, irgendwie sowas. Nee, das war schwarz, so. Ach, sieht schon nice aus. So, das wär's für ein kleines Video aus meiner Sommerpause. Ich schicke euch noch ein Video aus der Sommerpause. Das geht nämlich auch nochmal dringend wegen Forza Horizon 3. Und dann sehen wir uns vermutlich am 12. September, am 2. September wieder, wenn die ersten Bildergalerien und andere Videos wieder hochgeladen werden. Dann sehen wir uns das nächste Mal, ne? Ich mache jetzt hier nochmal schnell nochmal hier alles so. So. Und damit bin ich eigentlich raus aus der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. I am the king of the kingdom, the number one reason. This is a sold out affair. I am the fifth season. All I do is win, bro. Losing is a place I never win. Two, I got the
game in my pocket, true. I'ma set it off like a rocket, true. Once I turn it on, can't stop it, can't stop it. Nothing gives a damn when I wanna go up. I do what I want, ain't waiting on luck. If the world was a ladder, I'd be standing at the top. I know you know. I see you looking at me. Xbox One S, starting at $299.